Ich werde jetzt auch gleich einen trinken. Und damit wollen wir auch an der ersten Station schon starten. Bitte schön, Sie haben das Wort. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir sind eigentlich auf die Idee gekommen mit Corona nochmal, weil wir ein Gasthaus in Vatterstetten führen und wir haben schon einen Zirkuswagen, einen Glernern, den haben wir schon seit 2019 und das hat sehr gut funktioniert und mit Corona kamen immer mehr Anfragen, dass Gäste einfach einen geschlossenen Raum wollten. Die wollten nicht mit anderen Leuten am Raum sitzen, sondern extra sitzen und mein Mo ist da immer sehr affin und schaut immer auch online mal, was nur so rumschwirrt auf Schaustellerseiten und dann haben wir das Zirkuscafé entdeckt. Das kommt aus Hannover und der Herr Siebenender, der oder die Firma, die das umbaut, die nehmen praktisch alte Untergestelle und restaurieren alte Wägen. Und das war ein, was hast du gesagt? Packwagen war es. Ein Packwagen. Und innen drin sind auch so alte Sitze von einer Straßenbahn, wo man die Lehnen auch noch umändern kann. Das heißt, man kann ihn vielseitig nutzen, dass alle Leute in Ohrrichtung schauen können. Oder lauter Vierertische, aber sie dürfen da gerne mal reinschauen. Und wir haben den dann vermietet und haben aber auch Gin-Tastings drin gemacht jetzt. Dann haben wir ein Konzert schon drin gehabt. Wir fahren auch mit dem Wagen zu anderen Weihnachtsmärkte haben wir, genau, für Messe. Ist er auch da und falls mal Interesse besteht, Sie dürfen ihn gerne buchen oder bei uns direkt dann in Vatterstetten feiern. Vielen Dank. Frau Linken, herzlichen Dank. Das war jetzt eine gute Werbeeinblendung und das zeigt auf jeden Fall, wie herzlich die alte Wiesn ist. Damit wollen wir es an dieser Station bewenden lassen und jetzt gehen wir zum Kettenflieger vom Kalb rüber. Von mir aus gesehen nach links.